Hallo meine Freunde und ganz herzlich willkommen zurück zur zweiten Fußball-Bundesliga zum Kracherspiel zwischen dem Greuther Fürth und RB Leipzig. Das sind wir und es regnet ganz kräftig in Fürth. Absolut interessante Vorzeichen für dieses Spiel. Wir sind wieder rangekommen jetzt in der Tabelle, Vierter mittlerweile und können wirklich ganz, ganz nah an Fürth mit dem Sieg ranrücken. Das wäre absolut geil. Aber da müssen wir ganz viel investieren. Ich habe auch einmal umgestellt. Für Hoheneder wird heute Sarr spielen, der Ex-Dortmunder, den ich ja nicht umsonst geholt habe. Den würde ich gerne über kurz oder lang einbauen. Und deswegen hoffe ich natürlich, dass er eine gute Leistung bringt heute. An dem wird es hoffentlich nicht scheitern. Ja, die Greuther Fürth ist natürlich mit Aufstiegsaspirant. Da brauchen wir gar nicht drüber reden. Und mit Hesel, mit Lahm, mit Kleinen, mit Caligiuri. Da sieht man sehr viele Spieler, die schon Bundesliga-Erfahrung haben. Stiepermann hat die schon. Fürstner hat die. Schröck hat die, also da sind Azemi natürlich auch genug gute Fußballspieler drin. Wir werden natürlich im üblichen 4-1-4-1 spielen mit einem echten Sechser und zwei offensiven Mittelfeldspielern. Wie ihr hier sehen könnt, mit Gaudino und Kaiser, selbstverständlich, die in Topform sind, mit Khedira in der Mitte, der abfängt. Und ja, der Rest, der wird natürlich aus der Stammelf sein. Das heißt Stammelf, das ist diese Elf, die wir mittlerweile uns zusammengebaut haben. Bart Finne, das ist er, 19 Jahre alt, ausgeliehen haben wir uns den von Werder Bremen. Und den können wir zur Saisonwechsel für 3 Millionen verpflichten. Dieser Verpflichtung steht fast nichts mehr im Weg, meiner Meinung nach. Wenn der Junge so weiter agiert, dann wird es interessant. RB, also wir in Ballbesitz von links nach rechts im Regen von Fürth. Das war interessant. Und Finne hat hier ein bisschen Pech, dann hätte er gleich holen können. Gute Balleroberung von Gaudino. Das sieht ja gut. Bart Finne. Gleich die erste Chance für Finne. Yes, sir! Was für ein Auftakt im Topspiel. Balleroberung Gaudino und dann geht's blitzschnell. Bart Finne mit dem nächsten Tor auf seiner persönlichen Bilanz. 1-0 für RB Leipzig. Ist das geil? Sau geil. Sehr einfach gestrickt. Da sehen wir es nochmal. Ein Traumball da auch von Kaiser. Ja, und den lässt sich der Goalgetter nicht nehmen. Bart Finne, 6. Saisontor mittlerweile schon für den sympathischen Neuzugang. Absolut geil, ein Riesentyp. Ich will nochmal Danke sagen, dass da jemand so hartnäckig war und den immer wieder gefordert hat und ich dann gesagt habe, komm her, Junge, bei so vielen Nennungen, da musst du den einfach mal holen. Und habe ja wirklich dann im Endeffekt alles auf eine Karte gesetzt, habe dann auf einen anderen Spieler verzichten müssen dafür. Aber egal, Teigl hier jetzt im Zweikampf, wir brauchen das gar nicht zu feiern, denn das Problem bei so einer Führung war 3 Minuten, es sind erst 3 Minuten gespielt. Teigl mit dem nächsten Balleroberung, mit der nächsten Balleroberung. Ja, da kommt keiner mit. Genau, gut abgebremst. Das macht er sehr geschickt. Hoppala, jetzt muss er aufpassen. Jawohl, das war ein sehr guter Seitenwechsel auf Klostermann. Der hat ganz viel Grün. Spielt aber erstmal auf Gnabry. Was auch Sinn macht, das ist Dominik Kaiser. Auch sehr gut gesehen. Da ist Gaudino. Gianluca Gaudino. Ah, wieder einer dazwischen. Azemi. Und das ist Sarr, der sehr hoch steht. Und jetzt kann er ruhig da bleiben. Ich drücke nicht den Knopf, ey. Kaiser. Das ist Serge Gnabry. Der ist so ein bisschen noch hinter den Erwartungen zurück. Na, hat aber einen, ich sage mal so, dem habe ich auch alle Geduld mit. Wenn der im Winter einschlägt, bin ich zufrieden. Gut dazwischen gegangen, Raum eng gemacht, aber den Ball nicht bekommen. Das ist ja unser Problem momentan noch in FIFA 15. Gnabry, oh, was machen wir denn da? Sehr gut geholt von Sarr jetzt mal, sehr gut. Dafür haben wir ihn auch geholt. Jetzt der machen, ich würde gerade sagen, da machen wir kein langes Geschisse. Und wollen den Ball wegschlagen, hat nicht geklappt. Klostermann im 4. Versuch hat er ihn jetzt erobert. So, Gaudino, wenn es jetzt schnell geht, geht's nicht. Braucht's aber auch nicht. Hoppala, Missverständnis mit Finne, der eigentlich alles richtig macht. Aber unten hat dann auch Brandt nicht mitgemacht. So, Gaudino und Brandt sind wieder da auf Tuchfühlung mit den Gegnern Lahm. Khedira, der war auch gut. Aber zum Glück ist Karius da. Auch der ein sehr guter Keeper haben wir da geholt. Sehr gute Tipps von euch, wirklich. Ich kann euch immer wieder nur sagen, ihr macht hier, ihr habt das bisher ausgemacht, das Let's Play. So, Serge Gnabry, tritt mal drauf. Gut gemacht von Gnabry. Jetzt kann er oben spielen. Ah, zu lange gebraucht. Aber das kann man auch abpfeifen. Das meine ich. Serge Gnabry macht eigentlich so, hat eigentlich alle Ansätze, die Ribéry bei Bayern bei mir auch hat, aber macht da einfach noch, braucht immer eine Sekunde zu lange. Gefährlicher Ball von, auf Brandt hier, der kommt aber an. Gaudino, Teigl, Gaudino. Sehr schön. Ah, oh, das gibt Neckball. Da war noch ein Spieler dran von Fürth. Ja, jetzt seht ihr, es regnet aus allen Güssen und wir machen das eigentlich ganz ordentlich, finde ich. Eckball kommt von Kaiser, ohne große Schnörkel dieses Mal. Geradlinig, erstes Eckballtor!
Erstes Eckballtor, 2:0 für Leipzig. Und wer war es? Ich sag's nicht mehr. Er war es wieder. Bart Finne. Der Karim Benzema aus der Karriere FIFA 15. Der hat ja bei Dortmund alles in Grund und Boden bei mir geschossen. Und hier, guckt den euch an. Das ist ja unnormal. Sehr, sehr geil. Zweites Tor, Bart Finne. 27. Minute. Der Junge geht ja richtig steil. Also sowas Geiles. Ich persönlich muss es immer der Schande gestehen, während er schon wieder am Ball ist, dass ich den gar nicht kenne. Ja, ich kenne den gar nicht. Ich kenne als Stürmer von Bremen eigentlich nur Selke oder wie er immer heißen möge. Aber Bart Finne? Okay. Naja, dafür seid ihr auch da. Ne? Ich soll ja nur ein bisschen Fußball spielen. Ihr macht den Rest für mich. Total geil. Komm her. Das ist Khedira. Da drauf, Junge. Oh, eng gegen drei. Da hat er natürlich auch echt Pech. Sehr gut. Khedira ist auch eine Maschine. Gaudino. Ja, kann ich immer Finne schicken. Also der kann sich immer richten. Da haben wir ihn wieder. Gianluca Gaudino gegen Lamm im Zweikampf. Robust. Ja, wenn du den Feiner oben hast, und den hat er, dann läuft das gut. Brandt hat Pech, den Ball wollte er eigentlich runterlegen auf Gaudino. Ich kann es euch erzählen, weil ich den Controller schon so gehalten habe. Brandt. Ah, es ist zu eng, da die Passwege stehen zu. Gaudino. Tiger, so ganz allmählich haben wir uns akklimatisiert mit FIFA 15. Naja, so ganz allmählich aber auch nur. Hoppala, da muss Tiger aufpassen, jetzt muss er hinter Stiepermann. Stiepermann, Ex-Aachener mit Bundesliga-Erfahrung. Klasse von Saar. Und der holt den nach, der ist heiß. Marian Saar, eigentlich mag ich nicht, wenn Abwehrspieler über die Mittellinie gehen. Deswegen nämlich nicht. Habe ich mich nicht vom Ball getrennt. War dumm, merke ich selber. Gaudino vertackelt sich hier. Khedira, super. Khedira und Gaudino. Das ist Kaiser. Oh, das macht Kaiser sehr geschickt. Oh, den greift keiner richtig an. Schieß, Junge, schieß! Ah, verrutscht. Ja, bei dem Wetter kann das passieren. Gutes Solo von Kaiser. Und Bad Finne haben wir hier. 7 Einsätze, 7 Treffer mittlerweile. Überragende Quote. Und wenn der natürlich mal hier weiter so Gas gibt, dann wird das aber auch schwer. Gut, dass wir eine Kaufoption haben, dass der lange bei uns spielt. Aber Geld haben wir ja, habe ich mal gehört. Die Neider unter uns sagen ja, Red Bull, ne, hat viel, viel Geld für Rasenball Leipzig. Und so ist es ja auch. Brand, klasse Körpereinsatz jetzt mal. Gnabry, sehr gut. Gnabry, sehr schön weitergespielt auf Finne. Der sieht Gnabry. Ah, der hat Pech, das ist es ja. Selbst Gnabry hat dann auch Pech, ne? Da steht er im Weg da. Und dann sieht er alt aus in dem Moment. Achtung, den sollte man fressen, den macht er super, hat er den geholt. Jetzt ist Halbzeit in Fürth. 2:0 Führung, hochverdiente Führung für RB Leipzig hier. Und ja, bis zur Winterpause sieht das ganz gut aus, Richtung, wir können uns auf Platz 3 orientieren, wenn wir so weiterspielen. Das ist so mein Ziel, erstmal bis in die Winterpause denken. Das Spiel ist allerdings noch nicht gewonnen. Und dann hatten wir uns zumindest oben festgesetzt. Ihr habt aber auch gesehen, wie kuschelig das war. Und das war natürlich gleich auch der Door-Öffner. Keine Frage. Aachen 1-1 Braunschweig, Bochum 1-1 gegen Karlsruhe, St. Pauli führt und Nürnberg führt. Nürnberg ist natürlich klar. Ja, Ballbesitz ist nicht so wichtig im Moment, weil es läuft. Ich bin absolut begeistert über die Entwicklung von Finne und vom Team. Denn die Bälle, die spielt eben unter anderem ein Dominik Kaiser oder ein Gaudino, der leider nächstes Jahr wieder zum FC Bayern zurück muss. Da habe ich die Kaufoption nicht eingebaut. Das war ein bisschen blauäugig vielleicht, weil ich nicht mitgerechnet habe, wie gut der Junge eigentlich sein kann. So, während hier Gaudino erneut gut ist gegen Stefan Schröck im Zweikampf. Ah, stehen sich gegenseitig im Weg. Brandt macht die Seite jetzt sehr schön zu, hat aber Pech bei der Balleroberung. Das war Teigel, glaube ich. Oh, Achtung, jetzt sind wir überspielt. Oh, und da ist ganz viel offen. Klasse Aktion. Wow. Und Teigel klärt den mal nach außen. Da waren die Vierter zum ersten Mal gefährlich. Aber sehr gut verteidigt da von der Mannschaft. Sehr, sehr gut. Oh, Fehlereinwurf, da kommen wir aber nicht hin, glaube ich. Doch, den Ball gewinnen wir. Finne kann den erobern. Gaudino. Gianluca Gaudino, hoppala, da habe ich mich jetzt verdrückt. Ich wollte eigentlich nur drauftreten und er hat dann gleich eine Rückwärtsbewegung draus gemacht. Das ist Marian Saar, der legt den Ball weit vor auf Klostermann. Der kann jetzt seine Seite mal beackern ein bisschen. Gnabry, Fehlpass. Kommt her. Wieder da unten rein, genau. Klostermann ist ja da. Und da zeigt Gnabry an, er läuft und er kriegt den Ball auch in den Rücken gespielt. Das ist es dann ja auch immer. Na, sehr guter Ball auf Dominik Kaiser. In der Mitte ist gerade keiner. Kurz gespielt auf Klostermann. Na, oh Mann, ein bisschen mehr Glück habe da. Komm mal.
Das Schlimme ist, da pfeift der auch noch den Freistoß für den Gegner immer. Könnte ich ja wahnsinnig werden. Das ist Klostermann, der zieht und hält und hat dann ein bisschen das nötige Glück. Das ist. Nee, jetzt wird er gepfiffen. War wichtig. Wechsel, wir sollten auch mal wechseln, denke ich. Bei einer 2-0-Führung können wir frisches Blut nach vorne gebrauchen. Gaudino, der ein überragendes Spiel macht, darf raus und Kalmar wird kommen. Dazu werde ich auch Dominik Kaiser auswechseln und werde Östonali bringen und werde in die Doppel-6 zurückfallen. Wo haben wir sie denn? Nee, Taktik ist es nicht. So, da sind wir. 4-5-1 per Doppel-6. Das müssen wir haben. Genau, und Östonali so rum. Gnabry dahin. Brandt dahin. Dann stimmt es. Genau, dann stimmt es. So wollen wir es haben. Mit einer Doppel-6. Wollen wir das Spiel doch nur rumkriegen, oder? Ist doch wohl klar. Da haben wir es. Özcanali und Kalmar jetzt drin für Gaudino und Kaiser. Und wir wollen mal gucken, ob wir da vielleicht sogar noch was draus machen können. Guter Freistoß. Zum Glück kommt keiner dran. Das ist ein leichter Ball für Karius dann in dem Moment. Und Klostermann. Gnabry geht schon. Oh, was ein Fehler. Gnabry hat nämlich dann gewartet. Aber super. Von Finne geholt. Der ist ja nicht zu bändigen, der Junge. Das ist der neue Mann. Kalmar, der Ungar. Wie er abgeht. Wie er abgeht. Er guckt schon in die Mitte. Ah, zu weit für Brandt. Schade, der war auch mitgelaufen. Teigl. Sehr gut von Teigl. Finne hat sich da nicht zum Ball orientiert. Brandt hat Pech. Oh. Wenn Finne sich zum Ball orientiert, wird es interessant in dieser Situation. Und Saar kann klären. Genau, gleich der Seitenwechsel. Oh nein, Gnabry zu hektisch. Da will ich mit Gnabry dann auch immer zu viel, ne? Muss ich sagen. So, sehr gut. Jetzt hat er ihn mal. Ah, Kleine, super aufgepasst. Eigentlich im Rücken. Eigentlich ideale Position für einen schnellen Spieler wie Gnabry dann. Aber es passt dann nicht. So, jetzt hat Gnabry den Ball. Jetzt bekommt er ihn wieder. Serge Gnabry, na also. Junge, Rückraum. Gut gesehen. Nein, Kalmar. Auch der orientiert sich nicht zum Ball. Gute Konterchance wieder vergeben. Und super zurückgearbeitet hier. Aufpassen. Compare gegen Rochas ist da. Super. Compare, oder das ist sogar Ball für uns, sagt man. Oder glauben wir? Nee, also leider nicht. Interessanter Einwurf wieder. Oh, Gnabry hat sich da vernaschen lassen. Ist aber gleich wieder im Zweikampf da. Boah, Leute. Freistoß für den Gegner. Und jetzt kann es nochmal interessant werden. Dritter Wechsel. Und hier sehen wir, Gnabry orientiert sich auch zum kurzen Pfosten. Achtung. Klasse von Karius. Jawohl, Junge. Karius hält die Null. Eckball für Greuther Fürth. Und mit so einem 1-2, 15 Minuten Verschluss bist du wieder im Spiel. Da musst du aufpassen. Achtung. Oh, raus da hinten. Oh, den hat Finne. Den hat Finne. Jetzt überläuft der Khedira. Nein, da kommt er gar nicht hin, weil er da nicht schnell genug ist. Kein Problem. Kein Problem. Khedira hat auch nicht die Aufgabe, hier die Konter abzuschließen. War ein bisschen zu euphorisch auch wieder von mir gespielt dann in dem Moment. So, Fürth fällt nichts ein und wir wechseln das dritte Mal. Wir nehmen den Doppeltorschützen jetzt auch vom Platz. Finne geht runter und für den kommt jetzt Rebic ins Spiel. Gucken wir nochmal, ob wir da ein bisschen frische Kraft kriegen. 12 Minuten Verschluss, Doppeltorschütze, alles richtig gemacht, Bart Finne und Rebic ist da. Der wird jetzt sicherlich auch nochmal versuchen, dann eventuell den Konter abzuschließen. Oh, das war knapp. Das ist kein Problem. Harmloser Ball von Fürth auf Karius und Gnabry. Jetzt kann er mal gehen. Oh, vertändet ihr fast den Ball wieder. Gnabry. Das macht er gut. Östonali? Oh, dann hat er ein bisschen was ins Ausgeschoben im Ball. Der sollte garantiert zu Rebic kommen. Ah, Gnabry! Nein! Ey, der Typ hat aber auch Scheiße am Fuß. Ganz ehrlich, Gnabry hat einfach Scheiße am Fuß. Und hier sehen wir Gianluca Gaudino mit seinen 17 Linsen sitzen. Alles richtig gemacht. Haben sie nicht gerade das schönste Bild genommen für den 17-Jährigen. Sieht aus wie ein 38-Jähriger. Aber egal. Kalmar zwingt hier zum Rückpass auf Hesel. Oh, dass sie. Oh, jetzt spielen sie auf Messer. Schneide die Vierter. Wir haben kein Glück. Nein, das war der falsche Mann, den wollte ich nicht. Gnabry. Sehr gut von Östonali, aber hat auch wieder Pech. Aber egal, kein Problem. Kalmar ist da. Und er macht das sehr gut. Sehr gut. Ruhe am Ball, alles gut. Oh nein. Hast du dir gedacht? Schlechter Ballverlust dann hier von Östonali. Der holt ihn sich zum Glück wieder. Gnabry. Ach, das gibt's nicht. Mit dem kann ich machen, was ich will, glaube ich.
Also heute zumindest. Serge Gnabry, vielleicht muss der mal eine kreative Pause machen für ein Spiel. Aber sein Backup Mitchell Weiser hat ja auch gerade einen Negativlauf. Zumindest laut seinen Zahlen. So, jetzt ist Kalmar da. Gut gemacht. Sehr guter Ball auf Brand. Ah, der kommt nicht hin. Lamp ist schneller in dem Moment. Kalmar. Oh, Rebic. Ey, jetzt kriege ich den Rebic nicht dran. Ist auch egal, das Spiel ist vorbei. Wir gewinnen das Topspiel in Fürth mit 2:0. Und ihr seht Karius, wie er die Fäuste ballt. Das ist gleichbedeutend mit einem Hallo wach an die ganze Liga. Nach einem Fehlstart sind wir wieder da. Ja, 3 Schüsse nur aufs Tor, 2 drinne. Ja, am Ende mussten wir auch nicht mehr. Müssen wir uns, glaube ich, nichts vormachen. Und Rebic mit einer 4-5, das ist hart. Also Kaiser, Gardino und Finne waren die 3 Topspieler. Die habe ich alle 3 runtergenommen und dann ging nicht mehr viel zusammen. Trotz allem, wie gesagt, Gnabry, muss ich drüber nachdenken, ob er einfach mal eine Timeout kriegt. Denn im Moment läuft nicht viel zusammen bei dem Junge. Die anderen Ergebnisse, da habt ihr sie mal gesehen. Ja, Nationalteam, das ist schön. Das interessiert mich nicht sonderlich. Und wir gehen jetzt mal kurz weiter. Und dann ist der Pokal gegen Hannover. Da freue ich mich ja sehr drauf. Da können wir nur gewinnen. Und wir machen unser Team richtig heiß. So, jetzt will ich nochmal eben die Tabelle anschauen. Ah, die können wir ja nicht anschauen, ne? Dann gehen wir in Saison. Und gehen dann in Tabellen. So. Deutscher Pokal ist unwichtig. Wir wollen hier. Zweite Bundesliga-Tabelle. Vierter sind wir. Mit, 3 Punkte Polster auf Platz 7 mittlerweile. Das ist schon mal ganz nett. 12:4 Tore plus 8 in der Tordifferenz. Das passt eigentlich auch. 4 Siege, 3 Unentschieden, 1 Niederlage. Das ist alles okay soweit. Ich denke, wir sind auf einem guten Weg. Und jetzt geht's im Pokal, Leute. Ich hoffe auf ganz, ganz viele Likes für diese Folge. Und ganz, ganz viele Views gegen Hannover 96 im Pokal. Ich danke euch fürs Zuschauen. Mein Name ist Eismännchen und ich bin raus. Ciao und haut rein.